Spektakuläre Aufnahmen von der hawaiianischen Insel Big Island. Einer der aktivsten Vulkane der Erde, der Kilauea, brodelt seit Sonntagabend nach 2,5 Jahren Pause wieder und liefert ein beeindruckendes Naturspektakel. Die von der Lava bedrohten Gegenden sind nicht bewohnt und bislang kamen auch keine Menschen zu Schaden, die das feurige Treiben beobachten. Die Eruption begann im Innern des Vulkankessels. Geschmolzenes Gestein schleuderte aus mindestens 2 Schloten am Gipfelkrater. Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. In den Nachthimmel steigen jetzt immer wieder rote Dampfwolken auf. Da viel Vulkanasche in die Atmosphäre gestoßen wird, sollen Flugzeuge das Gebiet weiträumig umfliegen. Und auch Menschen mit Atemwegserkrankungen sollen besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. In der Nähe konnte kurz nach Ausbruch des Vulkans ein Erdbeben der Stärke 4,4 registriert werden.